Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 1911. Wir sind jetzt wieder im Winners Bracket, haben dazu den Terraner in Rot. Das ist Clem, der Franzose beim Team Liquid, und der spielt gegen den finnischen Zerg beim Team Enz. Es ist Seville. Da hört man auch schon, Reaper Mine geht ab. Reaper ist drin. Die beiden tragen ein weiteres Match aus. Potenzielles Finale hier, aber natürlich nur Best of 5. Ist im Winners Bracket, der eine Link schon mega angeschlagen, Reaper traut sich aber gerade nicht umzudrehen, hat selber ein bisschen Hitpoint verloren, kriegt am Ende den Kill doch, dreht sich dann doch nochmal um und somit geht das Game los hier auf Oxide. Wir kriegen da erstmal Factory und auch drittes TC, also direkt Magma Opener geplant bei Clem. Bei Sabel währenddessen Linkspeed und natürlich mehr Drones, Queens und die dritte Hatch. Hat dann noch einen Overlord in Position, der jetzt gerade sich in Bewegung setzt, um zu scouten. Der fliegt da gerade los, wird jetzt von der Marine angeschossen, hat aber auch... Ah, er hat nicht alles gesehen, aber er hat die zweite Barracks gerade gescoutet. Die dritte hat er nicht gesehen, aber er weiß, dass es Turex ist, dass da also einige Marines gebaut werden können. Ansonsten sind da Hellions noch mit unterwegs. Das Linkspeed-Upgrade dauert nicht mehr allzu lange. Ja. Die beiden tragen hier gerade das Upper Semifinals aus. Und da haben wir nach Oxide dann noch Lightshade, Romanticide, 2000 Atmospheres und Blackburn. Clem hat Jack and Aether gewetot und Seville hat Beckett Industries gewetot. Also Seville hat keinen Bock auf die kleine Karte. Und ja, beide eben ihr voriges Match gewonnen, ihr voriges Best of 5. Und der Gewinner davon kommt ins Upper Bracket Final. Entsprechend hat man dann den Weg, um sich fürs Grand Final vorzuarbeiten. Mit der 1-0 Führung dann. Aber es kann nur einer von den beiden dahin kommen. Also treffen da ein bisschen früher aufeinander. Und dann natürlich noch das Lowest Bracket, das den Verlierer auffängt. Und wie man eben jetzt sieht, ein bisschen Hellion Action. Es werden mehr Marines gebaut, es kommt Stim mit dazu. Währenddessen Leertech unterwegs bei Seville. Evolution Chamber mit oben drauf. Dritte Basis steht. Creep wird da vorangeschoben. Und Dennis versuchen einfach ständig Präsenz zu zeigen. Knabbern da immer wieder mal die Linge an den Rocks rum. Die Hellions wollen da immer wieder mal eingreifen. Ein paar Linge wegsnipen, aber bisher nicht viel passiert. Das ist ein einziger Link gestorben und den hat sich der Reaper gekillt. Also wirklich bisher wenig los. Aber da kommen dann die Marines mit Stim, da kommt die dritte Basis. Clem bereitet sich auch nur vor für eine weitere Phase des Spiels. Die beiden sind relativ knapp gegeneinander gerankt. Aktuell steht es 11 zu 15. Also Seville mit 15 gewonnenen Serien, Clem mit 11. Und map-technisch 41-45. Also es sollte wirklich ein ordentlich knappes Match abgeben, was die beiden sich da liefern. Seville geht auf Roaches, um gegen den Turex-Push eben schon was parat zu haben. Da kommt aber auch eine Armory, also da warten auch Hellbats drauf. Da heißen Roaches wirklich keine schlechte Wahl. Problem ist, die Roaches kommen jetzt erst nach und nach. Und die Marines stehen schon vorm Creepfett und ballern den ersten davon weg. Das heißt, jetzt geht's hier vorwärts. Plus 1 Attack wird noch angedrückt für die Bio. Combat Shield ist unterwegs, aber erstmal ist es nur Stim. Der Mandrake eben mit dabei. Aber Clem geht hier auch nicht so aggressiv rein. Die Felsen sind jetzt hier weg. Die Sabel baut deutlich mehr Roaches. Er wird jetzt eingeladen in den Drop, tatsächlich ein Hellion-Drop. Boosten da gerade rüber. Hinter fliegt nochmal der Overseer drüber, hat also nochmal nachgescoutet. Da kommen mehr Barracks, wird natürlich Bio gespielt. Aber das war schon vorher klar, seit Stim da ist. Reaper nachgesetzt und weiterhin Clem versucht nicht mega aggressiv da reinzugehen. Entsprechend wenig ist gestorben. Jetzt hat es gerade eine Queen erwischt, weil die Miliz da einfach gerade drauf brennt. Zwei Queens sogar. Also da kann man der Go mit Stim. Wenn das eine Drop bahnt sich da den Weg Richtung Mainbase, versucht dann die Drones anzugehen. Also da wird Seville dann etwas bisschen mehr Ärger kriegen, aber er hat bereits Linge abgestellt. Also der Drop wird gar nicht so erfolgreich sein oder wird schwierig. Ja, die Hellbats können ziemlich viel gegen die Linge machen. Aber dazu müssen sie erst ausladen und transformieren. Da verliert man bei ein bisschen Zeit. Und jetzt sind die Hellions drin. Transformation kommt jetzt auch nach und nach. Man sieht es eben, die Linge können wir das ein bisschen dran rumfressen. Kriegen zwei der Einheiten bereits down. Der nächste Hellbat wird auch zerstört und auch der letzte geht drauf. Es sterben ein paar Drones. Und es sterben ein paar Linge, aber insgesamt wird das recht solide gehalten. Es stirbt genau eine Drone. Sah nach mehr aus, aber das sind dann doch nur tote Linge. Und da geht's los mit dem nächsten Push hier für Clem.
Jetzt die Marines mit drin. Nichts weiteres gerade, die Medics halt mit oben drüber. Und Stim und Go gegen die Roaches. Die Roaches aber selber mit plus 1 Carapace unterwegs. Also die haben gerade einen Rüstungsvorteil. Entsprechend tun sich die Marines ein bisschen schwer. Plus 2 ist für Seville da auch schon unterwegs zu den plus 1 Missile-Attacks. Danach noch ein Hydra-Den und ein Hive-Tech, also Attack weiter hoch. Hat eine vierte Basis mit dabei, 75 zu 65 Worker. Länge warten hier drüben auch und ein Infestor kommt auch schon mit dazu. Also die werden recht früh hier mitten in die Army eingebunden. Die Linge teilen sich einfach ein bisschen auf, um zu scouten. Gucken, ist da schon eine vierte Basis beim Terraner? Das ist aber nicht der Fall. Aktuell sind es immer noch drei Basen hier für Clem. Schnappt sich da mehr Vespingas. Und hat aber noch keine weiteren Upgrades unterwegs. Also da fällt er ein bisschen zurück. Weil bei Seville tickt halt das 2-1. Und die Roaches mit einem Upgrade-Vorteil gegenüber der Bio freuen sich natürlich drüber. Kennt das eher andersrum, dass die Roaches da ständig im Nachteil sind. Aber Seville wechselt auch schon früh weg. Also es kommt bereits der Lurker denn. Er wird hier nicht ewig auf den Roaches verweilen, sondern er baut sich auf die Lurker hoch. Und natürlich zu den Upgrades wird der Hive-Tech auch gleich parat haben, kann dann die Upgrades eigentlich direkt starten, sobald der Lurker dann fertig ist. Da wäre sogar noch ein bisschen mehr Zeit im Lurker dann drin gewesen, also ein bisschen früher anfangen. Aber jetzt macht Seville ein bisschen Stress, hat den Creep auch weiter nach vorne geschoben. Und ja, wie gesagt, es ist im Early Game nicht wirklich viel passiert. Insgesamt hat er sogar Clem mehr verloren als Seville. Also da war die Defense top. Und Seville macht jetzt einfach so sein Ding. Und jetzt muss Clem sich darauf ein bisschen einstellen. Er hat jetzt da einen Haufen Marines und auch Panzer. Aber da kommen halt Lurker in Kürze. Hier nochmal ein Fandel auch mit rein. Auch ein bisschen. Der Bio trifft jetzt nicht so gut. Crossbys auf den Panzer treffen. Ein Panzer damit weniger. Die Marines pushen nach vorne. Die Roaches ziehen sie erstmal zurück. Nochmal ein Fandel auf den Teil der Einheiten. Crossbys mit oben drauf. Trifft aber in dem Fall nichts. Aber gut ausgewichen. Seville pumpt einfach nach auf den nächsten Maxhort. Da waren aber auch gerade 5 Lurker gemobbt. Weiterhin die Bio macht hier Stress. Die Roaches kiten immer wieder rein und raus. Ab jetzt kommt der nochmal mit dazu, dann wird die Roach Army nochmal ein gutes Stück stärker sein. Wenn wir gleich plus 2 Carapace und die Bio eben nur plus 1 Attack. Und da gibt es den Counter-Attack mit den Lingen. Drin in der dritten Basis, Sniper reingelaufen. Die Marines halten das tatsächlich außerhalb vom Bunker. Sind da gar nicht drin, sondern helfen direkt aus. 5, 6 SCVs gehen da drauf. Nein, es werden nochmal ein paar mehr. Die letzten paar Lingen machen noch ein paar Kills. 9 Kills insgesamt. Jetzt die Ravage schon mit weit drin. Corros Weiß versuchen, diese Terran Army in den Griff zu kriegen. Lurk ist jetzt auch mit dabei. Aber es muss noch eine ganze Masse Roaches nachgebaut werden. Seismic Spines ist unterwegs. Die Bio kriegt halt seine Ghost Academy, kommt mit dazu. Also Clem arbeitet sich weiter vor, schnappt sich auch gerade eine vierte, aber jetzt geht's drauf. Seville rennt jetzt mit den Lurkern auch runter. Da sind eben noch keine Upgrade drauf, aber es sind trotzdem schon sehr hilfreiche Einheiten. Bio ist nicht mehr so viel da gewesen, da kommt jetzt ein bisschen was in den Force mit dazu. Kann der Infestor noch irgendwas tun? Ich glaube, der hat nicht viel Energie da hinten. Sein Kollege auch nicht unbedingt, aber es reicht schon so. Die Bio wird zurückgeschoben und Clem ist bei gerade mal 130 Supply. Muss jetzt gucken, dass er irgendwie seine vierte Basis halten kann. Das sieht aber gerade überhaupt nicht gut aus. Es sind noch viele Ravager mit dabei, das heißt Crossbys aufs CC, um es zu snipen, wäre auch möglich, aber Seville pusht erstmal den Gegner die Rampe runter. Jetzt geht's hoch, muss aufpassen, dass er nicht, ja, hat sich da gerade selber einen Festor gekillt mit den Crossbys, das war jetzt nicht unbedingt der beste Move. Dafür sind die Lurke drin an der dritten Basis an verschiedensten Stellen. Und dafür bahnt sich jetzt die Roach-Masse den Weg in die Netsch, weil das sind die Panzer alleine, werden auch sofort gesniped und Clem kann da nichts mehr tun, wird da mehr und mehr belagert und wirft einfach das GG, will da sein Leid beenden. Und Seville geht damit in Führung. Ja, hält im Early Game wirklich alles und baut dann entsprechend hoch auf die Lurker, nutzt das Timing und überrennt dann Clem damit. Also der war darauf nicht ganz vorbereitet. Der muss im Early Game ein bisschen mehr Schaden dürfen machen. Oder zumindest versuchen. Das gegen Seville natürlich nicht einfach. Der Typ ist eine Defensive verdammt stark. Es geht auch direkt weiter mit dem nächsten Reaper. Versucht da sofort wieder Präsenz zu zeigen. Gegen die Linge, gegen die Drones, bis die Queen dann da ist. Das sind auch sogar 6 Linge gebaut worden. Also Seville mit ein bisschen mehr Investment. Um einfach da möglichst nichts an dem Reaper zu verlieren. Das gelingt ihm auch. Opfert dafür natürlich eine Drone mehr oder weniger. Der Creep-Tumor wird ein bisschen belagert. Da wird der Link nochmal gesniped, aber der Reaper schafft es nicht, den Creep-Tumor zu snipen. Hat er gerade nochmal ein bisschen drauf gepokert. Aber der ist sehr, sehr defensiv gestellt, wie man sieht, sehr weit hinten. Entsprechend schwierig da ranzukommen. Und die Queen hält jetzt hier einfach die Position, kann dann mit dem wachsenden Creep sich noch ein bisschen rausbewegen und dann kann das nachgeschoben werden. Dann wird das hier mehr und mehr. Hier die zweite Basis. Es kommt ein Starport dieses Mal, so 1-1-1. Eine Barracks, eine Factory, ein Starport. Noch kein direktes drittes CC. Also ein bisschen anderer Ansatz hier von Clem. Und besser ist es weiterhin ein, ich warte einfach, was der Terraner so macht und stelle mich darauf ein. Mit wachsendem Creepspad und einer dritten Basis, die gleich fertig ist. Also wartet der Reaper jetzt erstmal auf Unterstützung durch die Hellions und ein Liberator kommt aus dem Starport. Die Truppe hier wird gesehen, aber zwei Lens und ein Reaper sind jetzt nicht so krass. Allerdings die Queens sind nicht der besten Posi. Die Linge versuchen hier ein bisschen Zeit zu kaufen. Ein Hellion wird damit Absicht angegriffen, aber der eben fällt, damit die Drones ein bisschen besser geschützt sind. Eine Drone wird jetzt auch mitgenommen. Und jetzt in der Mainbase sieht es nicht so gut aus. Da wird ein bisschen Schaden passieren.
Alien und Reaper-Kombo kann auf jeden Fall ein bisschen was austeilen. Zwei Drones down, die einzelnen Linge werden auch aufgesammelt. Die Drones müssen da auch fliehen, das heißt, man verliert doch Mining-Time oben drauf. Da landet nochmal eine Mine, zwei Kills bisher, drei Kills, aber ein vierter schaffen die Einheiten hier nicht dafür. Die nächsten Aliens, oh, an der Natural, die kriegen nochmal mehr Drones. Da sind es jetzt doch schon sieben und weiterhin wird verfolgt. Der versucht da reinzubraten, gelingt auch nochmal neun Drones. Und das ist sehr früh im Game, bei 4 Minuten. Die nächsten Aliens sammeln sich nochmal. Liberator müsste eigentlich auch gleich unterwegs sein. Ja, der fliegt hier gerade raus. Also die nächsten Aliens wollen da auch noch eventuell reinfahren, aber das sind dann doch mehr Linge und Queens da. Aber der Schaden bereits gemacht. Also das ist das, was Clem in der ersten Map nicht erreicht hat. Ordentlichen Schaden an der Zerg-Economy. Schön durchgedived mit den Aliens. Und wie man eben sieht, sofort schlägt das aus. Also macht sich direkt bemerkt. Bei der Liberator kommt dann auch mal dazu. Da gab es eventuell die Sicht mit dem Overlord. Die Queen ist jetzt hier in Stellung, aber der Liberator ist noch gut im Posi. Kann sie da erstmal aufstellen. Muss jetzt allerdings weg, jetzt wird er von den Queens geflankt. Es kommt wieder mal Stim, das ist keine Überraschung, es kommt eine dritte Basis, der Overlord hier scoutet nochmal rein. Das Zerbel hat die grundlegenden Infos, wobei weiß er von der dritten? Ja, von der Weise nicht direkt. Weiß von dem Zeug danach, aber nicht von der Basis selber. Und hier wartet bereits der nächste Haufen an Hellions, Liberator ist auch noch auf Standby. Kommt noch ein Sporecaller, es kommt Leertech. Wir sehen weitere Barracks. Und wir haben auch Doppel Evolution Chamber im Bau. Doppel Evolution Chamber, Doppel eBay natürlich. Das Terraner-Ding. Beim Zerg gab es das noch nicht. Das wird bei Sabel früher oder später kommen. Er geht aber erstmal in den Leertech. Das heißt, es könnte noch ein Spire werden für ihn. Wenn er Link-Baning Muta spielen wollte. Weil aktuell hat er noch kein Roach Warren. Und da sind wir zwei Evolution Chamber. Aber nach wie vor kein Roach Warren. Also. Okay, da kommt der Roach Warren. Relativ spät. Aber er ist mal unterwegs. Gucken, inwieweit er ihn nutzt. Hat momentan 4 Vespingas. Und da ist ein Sporecaller bereits ausgegraben. Aber die Drones werden trotzdem 2 weggesniped. Und die Aliens währenddessen nähern sich hier an. Kämpfen gegen die Länge. Braten sie ein bisschen durch. Haben die Queens spucken mit drauf. Das heißt, der Schaden hier hält sich in Grenzen. 2 Drones immerhin mitgenommen insgesamt. Ein paar Länge auch weggeröstet. Und Sabel weiter am Drownen. Weiterhin am Linge bauen. Und bisher noch nichts anderes außer Zerglinge und Queens. Für seine Early Game Defense. Und da sind wir 1-1 mit den Missile Attacks. Das heißt, das wird wieder ein Roach-Stil werden. Roach-basierte Army. Also nichts mit Mutalisken. Trotzdem schnellen Leertech. Kann aber dann direkt Roach-Speed andrücken, sobald das Ding fertig ist. Dafür aber Clem auch mit seiner dritten Basis und eben. Ja, meine Tendenz sieht es natürlich besser für ihn aus. Zabel musste das alles erst aufholen. Und das macht sich bemerkbar. Entsprechend schießt jetzt auch Clem im Army-Supply hoch. Also er wird es dieses Mal ein bisschen einfacher haben als im Map Nummer 1. Die Zabel-Masse kommt einfach. Es ist alles ein Ticken später. Und ein Ticken kleiner. Einfach durch die verlorenen Drones, die man da hatte. Insgesamt noch 12 Stück. Und die Queens wagen sich hier mal raus. Kriegen aber gleich Ärger mit Marines. Die haben bereits auf Stim. Und prompt wird hier angegriffen. Es sind noch keine Baninge da. Noch Roaches sind so nichts viel. Also die Queens haben es jetzt auch schwer. Der erste wird weggeballert. Zensuses werden genutzt. Die Linge trauen sich da auch noch nicht so wirklich ran. Weil sie eben wissen, dass ein Hellions mit dabei. Das heißt, das Dash Damage tut weh. Da kommt jetzt die Medex mit zu nochmal ein Stim tatsächlich hier für Clem. Ist das sehr aggressiv. Hat einen Panzer jetzt auch mit hingestellt. Der macht nochmal ordentlich Schaden. Der Overlord da vorne low und extra Panzer wird aufgestellt. Overlord geht hier down. Seville ist da durch Supply Block. Baut aber 11 weitere Roaches gerade. Wird nochmal ein bisschen Creep aufgeräumt bis zum hintersten Eck. Ja, da wird die ganze Fläche vor der dritten Basis aufgeräumt. Das heißt, die Bio kann hier weiter Druck machen. Die Panzer sind das Backup hinten. Es sind natürlich auch noch nicht viele Ravage mit dabei. Die Linie rennt jetzt von hinten ran, kriegen den ersten Panzer. Die schießen dann trotzdem noch mit Absicht auf die Roaches. Und man sieht, die Roaches kassieren richtig übel dabei. Der Panzer, beide Panzer werden draufgehen. Aber die Roaches verlieren auch massenweise ihr Leben. Da kommt gleich Combat Chicken in 1-1, aber es war nicht ganz rechtzeitig da hier für Clem. Er tradet hier und hat aktuell mehr Worker mit 60 zu 64. Sabel baut einfach noch mehr Roaches. Seine Upgrades kommen auch gleich und schiebt den ganzen Ball mal nach vorne. Wenn das ein Armory und ein Bunker bei Clem, zudem hier auch eine weitere Factory, dass man mehr Panzer produzieren kann. Hat die nächste Bio parat für Medivacs. Die Roaches rennen jetzt mal ran an die dritte Basis, versuchen dafür ein bisschen Ärger zu sorgen. Kriegen aber den ersten Panzerschuss auch ab. Man sieht, das kostet bereits ordentlich an Hitpoints. Das sind 2 Siege Tanks hier, das sind nach wie vor nicht viele Ravager. Die Roaches versuchen hier Stress zu machen. Und es wird natürlich mehr nachgebaut. Also Savile ohne Transition gerade, sondern einfach nur mehr Einheiten, die er baut. Versucht ja so mächtig Druck zu machen, aber man muss aufpassen, die Bio ist durchaus gefährlich. Und wird natürlich auch mehr und eben die wachsende Anzahl am Panzer kann dann auch zu einem Problem werden. Roaches müssen da irgendwann aufpassen, wenn der Ringball zu groß wird, da will man reindiven auf den ersten Siege-Shanks. Aber das kostet bereits einiges an Roach-Hitpoints und auch einige Roaches direkt. Die Marines weiden da nochmal mit, auch erst ein Marauder mit dabei, der Bunker hilft hier mit aus. Die dritte wird das aushalten von Clem, aber Savile committed weiterhin 14 weitere Roaches, die da im Bau sind. Also es soll einfach die nächste Welle kommen. Jetzt kann nochmal ein paar Drones verloren an diesem Liberator. Der ist an der Natural gelandet und hat da nochmal 3 Kills mitgenommen. Die Queen muss auch aufpassen.
Also es läuft gerade nicht so optimal. Die Queen könnte sogar noch fallen. Ja, die Queen geht auch down. Elevator dreht nochmal rüber. Visiert auch die eine Queen an, aber sie sind gerade so außerhalb der Range. Die Roaches währenddessen bewegen sich vom Süden ran und versuchen hier die Panzer zu umlaufen. Und die Terran Army ist auch gerade selber unterwegs. Also das wird jetzt spannend. Kommt Clem zurück oder pusht er durch? Weil hier wird jetzt einfach drauf gerannt. Die Bio zieht sich erstmal einen Ticken zurück. Die Panzer werden sofort angerannt. Es sind aber drei Stück. Das heißt, die Roaches leiden dabei auch ziemlich massiv. Die Bio kommt zurück und die Roaches werden da auch abgefangen. Jetzt ist die Frage, Sabel, wie tief möchte er reinrennen? Er steht jetzt auf der Natural Wall und kann die vierte Basis canceln. Also die wird einfach automatisch gecancelt. Dafür aber seine Reinforcements laufen gerade die ganze Zeit in den Tod, weil der ganze Marineball hier immer noch wartet und eine Roach nach der anderen raus. Und das ist Sabel jetzt auch wieder. Geht da rein in die Basis des Gegners, versucht zumindest. Wird aber da ein bisschen auf dem Reinforcement aufgehalten. Jetzt geht's auf die dritte Basis beim Zirk. Ein paar Roaches wurden gebaut, aber die Bio ist halt doch stark in kleinen Grüppchen, weil die Roach-Gruppe ist einfach nicht stark genug. Man sieht, dass einzelne Roaches kommen angelaufen, aber Sabel verliert da sehr schnell sehr viel und sagt sie auch, nee, ich komme vorne nicht durch, nehme hinten Schaden. Das wird nix, da ist das GG und so schnell geht es dann auch in ein 1-1, aber eben deutlich besseres Early Game für Clem. Konnte da doch Schaden machen, das hat Zabel einfach zurückgeworfen. Entsprechend der Ausgleich ab in Map Nummer 3. Nächste Map, nächster Reaper und der funkt hier sogar zwischen bei der Hatchery, die da gebaut werden sollte. Das sollte die dritte kommen, aber die Drone, ja, hat da gerade ein bisschen Probleme. Kann das Ding gerade nicht setzen. Stattdessen hat Savile jetzt aber auch schon umdisponiert, hat die dritte stattdessen hier gesetzt. Die Drone wird hier also einfach allein gelassen. Man sieht, der Reaper steht auch direkt auf Konfrontationskurs. Dass wenn die Drone quasi cancelt, ah, er ist aber weggefahren. Weißt du, wenn man direkt dran steht, also in dem Radius von dem Gebäude und der Cancel kommt, kann man es nicht direkt nochmal bauen, weil eine Einheit im Weg ist, in dem Fall der Reaper. Daher hat sich da Clem so nah reingemicrot, aber er ist am Ende doch weggefahren, hat versucht die Drone zu verfolgen, weil zuerst dachte er, der versucht wegzufahren. Ja, somit geht das Spielchen hier nochmal eine Runde. Und Savile aber mit einem Counterattack mit seinen Dingen, dadurch, dass der Reaper so mit der Drone beschäftigt war, hatten die Linge nichts Besseres zu tun, haben sich entschlossen, wir laufen jetzt einfach mal rüber und greifen hier die SUVs ein bisschen an. Es ist jetzt ein Marine da, die SUVs fighten kurz mit. Kostet natürlich Mining Time bei Clem. Auch zwei SUVs inzwischen sehr angeschlagen. Zwei Linge leben da noch, der Reaper kommt jetzt zurück. Ein SUV wird es da kosten. Frage ist, kostet es ein zweites? Nein, das zweite sollte am Leben bleiben, der Reaper kümmert sich jetzt drum. Trotzdem ein bisschen Mining Time jetzt stattdessen bei Clem verloren. Er hat natürlich die dritte jetzt verschoben. Ich glaube, ich wollte die eigentlich nach vorne bauen. Da kommt jetzt wieder ein Starport. Da kommt eine Widowmine. Also Widowmine-Drop soll hier gebaut werden. Reaktor mit Widowmines. Und die dritte Basis ist dann auch mit dabei. Jetzt ist Romanticide, Makro-Map. Wenn das ein Server Linkspeed gleich, ein paar Linge baut damit dazu. Da sieht man ein bisschen den Effekt von den Lingen, wie sie da reingerannt sind. Es verschiebt natürlich auch Clems Timing ein bisschen nach hinten. Nicht viel, weil es nicht so viel war. Es waren nicht so viele Worker und nicht so viel an verlorene Zeit. Aber es hat auf jeden Fall immer Auswirkungen bei sowas. Und die Pros sind mit ihren Build-Orders eigentlich ziemlich runtergetaktet, von wegen, wann was kommt, wenn man den optimalen Worker-Count hat. Daher eben alles, was nicht optimal ist, verschiebt das Timing nach hinten. Und jede Sekunde, die man verliert, kann so einen Angriff deutlich schwächer machen, weil der Gegner einfach mehr Möglichkeiten hat, Verteidigung schon bereitstehen zu haben. Wir versuchen jetzt mal ihr Glück, es werden mehr Queens gebaut, nach wie vor. Und da geht's los mit den Widowmines. Da kommt er mal gerade den Overlord angeflattert, zieht auf jeden Fall das Medi weg, also Sabel weiß, dass er gedroppt wird. Mal gucken, ob er auch weiß, dass es Widowmines werden. Er sieht natürlich die Factory mit Reaktor, er sieht nicht, was drin gebaut wird. Er sieht aber, dass da Hellions draußen sind. Also es wird entweder ein Hellion-Drop oder ein Widowmine-Drop. Bei Marines können nicht viele gebaut werden mit einer Factory, mit Tech-Lab nebendran. Ein Marine ist dann auch noch zu Hause. Es sollte vielleicht jetzt gar noch die Widowmine gesehen haben. Also das könnte Savile schon den richtigen Message geben, dass es ein Widowmine-Drop ist. Er hat 8 Queens auf dem Feld, also einiges. Das Medic nähert sich jetzt der Natural an. Mit den 4 Widowmines. Kann natürlich drüber boosten, einfach ausladen. Detection braucht man am Anfang nicht zwingend, aber es kommt die Armory. Das heißt, da kommt dann die Möglichkeit, die Widowmines unsichtbar zu lassen. Auch wenn sie dann geschossen haben. Aber es kommen 3 Sporker. Das heißt, die Detection wird da sein. Jetzt ist nur der Punkt, kann man das aufhalten. Und dann kommt der nächste Widowmine-Job. Also Clem einfach da, setzt sehr viel Geld da rein. Hat natürlich bisher noch nichts erreicht. Bisher sind die Medics einfach auf Standby. Eins wurde kurz angeschossen. Das Medic wird hier auch an die Queens ranfliegen, muss also zurück, lädt über die Hälfte in Hitpoints. Also damit wirklich der Start der Widowmine-Drops ist jetzt nicht so optimal, auch hier stehen mehrere Queens parat. Und der eine will da auch angreifen, greift auch kurz an. Das soll jetzt nochmal irgendwie ausgeladen werden, das ist Borgballer mit dabei, die Drones werden jetzt gesplittet, die Widowmines können schießen, aber wissen natürlich nicht so wirklich worauf. Eine schießt da auf die Larven, eine Widowmine nochmal mit dabei, die trifft ein paar Linge und eine Drone, die andere trifft den Overlord. Das wird aber alles ziemlich gut aufkommen. Es ist noch eine Widowmine drin hier und die wird in die Banebase verfrachtet. Da ist eine Roach in der Gegend. Nein, die Drone stattdessen opfert sich dafür. Oh nein, schönes Safe hier, aber Problem ist, der Splash Damage hat die andere Drone gekillt. Traurigerweise.
Da war extra der Spork vor. Das kann man auch machen. Man kann sie das richtig timed und der Schuss kommt dann an. Die Drone wird dann zu einem Gebäude und damit vermeidet sie das. Allerdings, wie man gesehen hat, der Splash Damage hat den Drone nebenan zerstört. 3 Drones insgesamt verloren, aber das waren jetzt 6 Widowmines und 2 Medivacs und alles ist gestorben. Ne, 4 sind gestorben, 2 Widowmines sind noch da. Aber auch die haben bisher nichts wieder rettet. Das werden alle Widowmines sterben. Und ja, wie man sieht, Zabler hat einfach seine eigene Arme jetzt gebaut und macht einen Counter-Attack. Und da hat jetzt Clem nicht so viel vorhanden. Natürlich schon einiges verwandelt. Die Widowmines sind auch nur bedingt hilfreich, weil man sieht die, auch wenn sie unsichtbar sind, man sieht die kleinen Ringe und entsprechend ein Cross of Pike kann die zerstören. SC ist dann bereits mit reingezogen, also gleich direkt Krisenmanagement hier bei Clem, wird einfach komplett angerannt von den Roaches und ist dafür noch nicht ganz ready. Da starben bereits 15 SCVs, 18 SCVs, der Panzer teilt nochmal aus, aber auch der geht jetzt down, der Bunker hält zwar noch, aber trotzdem die Probleme sind gerade überall und Clem, ja, da hat er sich auf seine Widowmines konzentriert, aber die haben nichts gerissen, stattdessen hat Cyril den Spieß einfach umgedreht. Er hat mit den ganzen Roaches, die kurz am Anfang noch die Widowmines verteidigt haben, einfach, ja, alles gebündelt, rübergeschickt und die Defense für Clem war einfach nicht da. Wie man sieht, da ist bei Cyril einfach das Amisbär nach oben geschossen und Clem, jo, war da eben noch mit seinem Widowmine-Drop beschäftigt. Das hat ihm in dem Fall eben wenig gebracht. Er hat in der Zeit natürlich den Mining-Vorteil, weil Cyril keine Drones mehr gebaut hat, aber Cyril mit einem schnellen Angriff, kein Bock auf ein langes Game auf Romanticide, sondern einfach, ja, kurz und knackig, geht damit wieder in Führung. Und weiter geht's auch schon mit dem nächsten Reaper 2000 Atmospheres, also der Plan im Early Game ist derselbe, einfach Reaper, wobei die Reaper Mini ging gerade ein bisschen daneben. Aber das Ziel ist es natürlich hier, Schaden auszuteilen. Die Queen kommt in Kürze mit dazu. Und der Reaper geht sich jetzt erstmal zurück. Jetzt natürlich noch der Plan, kann ich den ersten Creep-Tumor stoppen? Queen überlegt sich gerade, wo sie den hinsetzen soll. Da kommt jetzt auch eine zweite Queen mit dazu, das heißt, jetzt wird es sehr, sehr schwierig, den zu stoppen. Da der Reaper, ja, jetzt kriegt er eine ganze Runde Damage ab, jetzt kann er sich nicht mehr erlauben, da reinzugehen, das würde ihn das Leben kosten. Mit 12 HP, das sind 2 Queen-Angriffe, dann hat sich das. Er regeneriert jetzt allerdings, dadurch kann er eben den Creep-Tumor nicht aufhalten. Es gibt wieder eine dritte Basis. Schon eine schnellere dritte. Im Zerg kommt die natürlich sowieso. Aber auch ein Starport mit dabei. Also Tech und Economy, das heißt, einheitentechnisch wird es noch ein bisschen dauern. Nochmal Creep-Tumor, der soll angegriffen werden. Kriegt auch die Mine ab und ein bisschen Angriff, aber der überlebt. Und damit, ja, wird jetzt die Anzahl der Creep-Tumoren verdoppelt. Der Reaper immer noch sehr, sehr low in den Hitpoints. Man muss da einfach aufpassen. Das heißt, Creep-Spread wird jetzt schneller und schneller. Und der Reaper cruist da weiter umher. Ja, die Fläche fühlt sich schneller, wenn man mehr Creep-Tumore hat. Das geht in etwa, also es beschleunigt sich pro Creep-Tumor technisch gesehen bis etwa 5-6 Creep-Tumore. Ab da man den Punkt erreicht, wo es einfach so schnell geht, dass das mehrere nichts auswirkt. Jetzt die Helens dann mit dabei. Also quasi, wenn die 5 Creep-Tumore etwa auf derselben Ecke hängen. Also sie müssen dann schon, wenn sie gebündelt werden, dann würden sie ja quasi mehr oder weniger den gleichen Kreis ausfüllen. Und das geht dann ordentlich schnell bei 5 Creep-Tumoren auf einmal. Das wäre die schnellste Möglichkeit, aber das ist jetzt eh schon schneller. Es gab ja nochmal eine Zeit, da war der Creep-Spread nur halb so schnell. Also sowohl im Vorwärtsgehen als auch im Rückwärtsgehen. Da hat sich das noch mehr gelohnt, mehrfach Creep-Tumore reinzusetzen. Inzwischen ist das doch deutlich zügiger. Damit muss man da nicht so viel auf eine Fläche spammen. Aber das ist jetzt auch schon lange so. Ich weiß gar nicht mehr, zu wann das geändert wurde. Ich glaube zu Legacy of the Void. Also vor 7 Jahren. Das ist 7 Jahre her. Traurig, oder? 6,5 in etwa. So weit sind wir da doch noch nicht. So, die Aliens versuchen ihr Bestes, aber Queen stehen überall. Wir haben eine Banshee dieses Mal. Die erste Banshee, die wir sehen. Mit Tarn-Upgrade auch. Kommt dann noch Stim mit dazu. Und die Factory baut sich einen weiteren Reaktor. Aber es sind viele Aliens, die auf dem Feld sind. Hat so einen leichten Geschmack von Mech, aber es gibt Stim. Das heißt, es wird langfristig wieder Bio werden. Hier der Basis ist natürlich so langsam ein Gedanke. Ich war kurz die Überlegung, ob man da einen Scan zünden soll gegen den Creep, aber hat sich dagegen entschieden. Behält erstmal die Aliens hier. Es kommt 1-1 mit Melee-Attacks dieses Mal bei Savile. Also das dann doch mit Muta-Plänen. Stirbt aber gerade die ein oder andere Drone weg, weil es sind noch keine Sporkel. Also das Timing der Cloak Banshee ist gut und Savile ist nicht drauf vorbereitet. Da ist mal die Defense von Savile nicht bereit. Und prompt kostet es ihm 5 Drones. Die Linge müssen jetzt auch ein bisschen Angst haben. Die Aliens sind dann noch zahlreich unterwegs. Die Banshee macht einfach weiter in der Mainbase. Die Queen alleine muss aufpassen. Im 1v1 wird es nämlich schwierig, wenn sie kein Sporkolle mit dabei hat. Stattdessen geht es jetzt weiter auf die Drones, die da noch am Rande dran sind. Das heißt, noch mehr Kills. Diese Banshee macht bereits ordentlich Schaden. 8 Kills, 9 Kills für die eine Banshee. Sehr, sehr viel Damage, den die macht. Dafür die Queens schieben hier die Aliens weiter zurück. Die müssen aufpassen, weil hier gibt es keinen direkten Fluchtweg. Da müssen sie um eine Kurve fahren. Aber die Queens wollen noch nicht so weit draußen. Die nächste Banshee ist gerade
Das ist dieselbe? Nein, es ist die nächste Banshee. Aber die hat auch schon Schaden abbekommen, die da ankam. Die macht nicht so viel wie die erste Banshee, aber trotzdem 9 Kills auf die Drones ist fleißig. Ordentlich was an Schaden. Und zudem musste Sabel auch mehrfach Spore-Caller bauen. Das hat natürlich auch noch ein paar Drones gekostet. Sind es bei 53 zu 65. Man sieht, der Mining-Vorteil ist zwar da auf der Surge-Seite, aber nicht allzu riesig. Und Clem schießt jetzt im Army-Supply hoch, weil das ist das, was die Bio-Army sehr schnell bewirkt. Und die Aliens leben eben auch noch. Kommt der Medivax, da kommt Combat Shield, da kommt 1-1. Ansonsten Baning Nest gleich fertig. Also Link Baning erstmal only für Seville. Hat da zwar einen Leer-Tag, aber noch keinen Spire angefangen oder anderen Tag. Also kann auch sein, der hangelt sich dadurch Link Baning bis zu Ultralisken. Und macht das alles ohne Mutas. Hat natürlich dann ein bisschen Schwierigkeiten mit Antia. Das heißt, Medivax können ein bisschen freier unterwegs sein. Man hat zwar Queens, aber Queens sind nicht so toll im Medivax-Snipen. Und da wird auch schon vorgeboostet mit dem Siege-Tank. Also der nächste Go soll kommen. Die Medivax werden noch... Die Banshees werden nochmal repariert. Es gibt aber auch gerade einen Gegenangriff mit einem Haufen an Linge auf die neue Basis, die vierte. Das sind die Banshees aber mit dabei. Die kannst du mir ein bisschen helfen. Aber das Hauptziel gerade eher der Split. Einmal auf die vierte, einmal auf die Natural. Die Pamarines auf der Wall werden ziemlich schnell gefressen. Die Basis selber wird gefressen. Und jetzt wird es schwierig. Die Linge rennen nämlich auch weiter in die dritte. Da sterben jetzt ein paar SCVs. 5 bisher. SCVs versuchen zu fliehen. Die Linge kämpfen damit und 10 SCVs sind es bereits, 11 SCVs, also das ist richtig viel Schaden. Aber es gibt jetzt auch den Angriff hier, da sind ein paar Bindinge mit dabei und ein Siege-Tank hinten, der die Stellung hält. Ein paar Aliens mit am Start, die Basis lebt aber noch um 20 SCVs, oh Gott, das waren immer noch mehr SCVs, die hier sterben. Ja, 23 sind es bereits, nochmal ein Schuss mit rein vom Panzer, der macht natürlich auch Damage an den eigenen Einheiten. 25 SCVs, jetzt werden die Linge langsam geklärt, wenn das denn hier ist, immer noch Stress. Da gibt es jetzt noch den Transform der Hellions auf Hellbats, damit sie die Linge und Baninge besser in den Griff kriegen. Da gehen auch viele Baninge drauf und viele Linge. Die Minions sind immer noch da, das heißt, die Queens müssen jetzt aufpassen. Stoppen nochmal mehr SCVs, denn weitere Linge waren bei gegen die dritte. 28 Kills insgesamt, 44 zu 64 der Worker-Count. Die Basis hier hat aber auch noch ein paar Schwierigkeiten. Baning-Speed ist jetzt fertig, Centrifuge Lux und die Linge warten hier auf Reinforcement, das eventuell nachgeschickt wird. Aber dafür sind sie, glaube ich, selber nicht mehr stark genug. Das wird immer noch ein bisschen belagert, aber er hat auf jeden Fall den richtig massiven Schaden gemacht. Hat jetzt meine Klinisch einen großen Vorteil. Geht auf mehr Link Baning, geht auf sein 2-2. Wird das nicht hier, Overseer. Hat mal kurz angeschossen, er hat kein Speed Upgrade. Der ist sonderlich trägig hier unterwegs. Und wieder Counterattack mit Link und Baningen. Gesplittet auch, ein Teil möchte auf die dritte, ein Teil möchte auf die Natural. Dafür aber die vierte Basis zum Surge-Track-Ärger, aber Zabel, ja. Nicht interessiert am Haupt-Army-Fight, sondern er will einfach die Economy von daran komplett ruinieren. Und ja, nimmt da gerade 8 SCVs raus und der Natchball, da wird, nein, die Wall wird gesprengt zum Main-Base tatsächlich. Aber der letzte Banning wird rausgenommen. 15 SCVs aber schon wieder weg. Die Basis hier lebt sogar noch, die vierte, aber gleich nicht mehr. Und es gibt aber schon eine Ersatzbasis drüben auf der anderen Seite. Also für Savils ist es gar nicht so schlimm. Er hat noch mehr SCVs gekillt. 40 zu 62 der Worker-Count. Und sein 2-2 kommt bald durch. Er wird da upgetechnisch auch vorne liegen. Und Clem zieht sich jetzt erstmal zurück, aber er weiß natürlich nicht, dass da drüben bereits eine weitere Basis ist und er hat wieder so viel verloren. Er hat 43 SCVs auf seinen drei Basen, damit der Mining-Vorteil... Okay, es geht ein bisschen auf und ab, aber Sal wird da den Vorteil haben. Hat zwar auch nicht so viele Drones mit 62... Oh, er findet hier sogar noch die Panzer. Er findet 2 Siege-Tanks. Das wird für Clem gerade, ja, schlechter und schlechter. Er ist mit Supply noch dran, also er hat noch eine große Army. Muss halt da mega aufpassen auf Baninge. Und sie hat jetzt auch gerade die Basis drüben gescannt, weil es ist also okay, da ist eine weitere Edge. Hat es aber da zwei Cloak Banshees, die können da nochmal ordentlich aufräumen. Das ist gerade keine Detection hier, die Banshees haben sehr viel Energie. Entsprechend können sie einfach nur ballern und damit mehr Drones rausnehmen. Aber die Drones, die man sieht mit dem Armor Upgrade, die werden nicht mehr getushottet. Man braucht jetzt einen dritten Angriff und das saved tatsächlich einige Worker hier. Ja, Upgrades bringen was. Die Banshees fliegen jetzt wieder zurück, währenddessen hier die Turn Army kommt an. Die Linge wurden da gerade auch rangeschickt. Es werden mehr davon gebaut, Supplies sind noch sehr knapp. Beim Tyrannus ist es halt weniger Economy, dafür mehr Army. Also Seville muss nach wie vor diese Army stoppen. Nein, es gibt wieder ein Counterattack, wieder mit Baningen auf die SCVs. Aber diesmal werden sie weggezogen. Es stoppt fast nichts, der Bunker und ein SCV. Aber das ist vertretbar für Clem. Hätte deutlich schlimmer kommen können. Und glaube ich auch Supply Depots, die er da verloren hat. Aber jetzt wird hier reingerannt. Panzer und Bios sind ein bisschen aufgesplittet. Die vordere Reihe Marines wird abgekommen. Der Panzer geht down. Aber die Marines erreichen hier nicht, wie es aussieht. Werden mehr und mehr zurückgeschoben. Ist immer noch Linge Baninge da. Es stammen gerade nochmal SCVs, weil wieder ein paar Linge hier reingeschickt wurden. Also Seville ist da wirklich konstant nervig. Wie man eben sieht, die Bio wird so weit zurückgeschoben. Seville kann damit seine neue Basis hier drüben halten. Setzt jetzt auch Creep hin. Hat immer noch 20 Worker mehr. Baut auf mehr Linge. Hat noch sehr viel. Seville hat sehr viel Geld. Überraschend viel Geld. Also für seine Verhältnisse. Er hat auch 17 Larven, er nutzt das gerade einfach nicht. Wir flitten nochmal ein paar Drones, weil die Banshees nochmal unterwegs sind. Aber krass, wie viel er da Geld aufsuchen kann. Der baut jetzt nochmal 40 Linge nach und überschwammt den Drop, aber der wird eingeladen. Ja, Antia ist eben nicht wirklich mit dabei, es sind die Queens. Es kommt ein Infestation Pit, es kommt Burrow.
Aber spannend, dass Savile so viel Geld hat und es nicht nutzt. Macht er das mit Absicht? Ist das Bad Mannered von Savile? Weil das ist einfach gerade wirklich nicht im Griff, wie viel Geld er hat. Er hat, ja, jetzt wieder 20 Jones. Also er kann schon einiges bauen. Er kann natürlich nur Linge und Baning bauen. Die kosten ja nicht so viel. Daher bringt man das Geld nur schwer damit runter. Aber trotzdem, das ist überraschend viel Kohle, die Savile da angespart hat. Geht es vor allem auch noch auf mehr Drones. Jetzt beginnt ein Hive-Tech. Aber trotzdem, seine Bank ist immer noch da. Das finde ich spannend, dass Savile da mal nicht komplett auf Anschlag runterfährt. Er hat noch immer 1000 Vespingas. Währenddessen Clem ballert alles raus und ist trotzdem im Supply hinten. Da sieht man, von welcher misslichen Lage er hier ist. Kann zumindest ein paar Drones hier finden. Die Banshee ist nochmal in der Mainbase. Da ist auch jetzt eine Banshee gestorben. Die andere lebt noch. Da wurde das Vespingas zerstört. Der Extraktor wurde vernichtet. Hier weitere Drones, die draufgegangen sind. 60 zu 72 gerade der Worker-Count. Es gibt mehr Link-Banings, kommt der Hive-Tag. Dann kann Savile natürlich nochmal aufrüsten auf Udis. Und natürlich weitere Upgrades, also dafür können sie den Vespingaster nutzen. Jetzt gibt es erstmal nochmal weitere Linge, weitere Baninge. Und da wird nochmal der Drop aufgehalten. Da wird ein paar Marines gefressen, nur noch ein Medivac voll mit Einheiten. Und die Banshee hat es gerade, glaube ich... Nein, sie lebt noch. Er geht es nicht gut, aber sie lebt noch. Hat 25 Kills inzwischen sogar gesammelt, also... War durchaus fleißig, da war aber auch ein Teil von dieser Defense hier mit den Lingen, wo die Banshees zwar Kills gemacht haben, aber nicht genügend, um die Situation zu halten. Weitere Drops soll rausgeschickt werden, aber hier ist halt inzwischen überall Creep. Savile hat relativ viel Map-Control, nähert sich dem Maxer, dem fehlen noch ein paar Overlords dafür. Neuer Hatch kommt auch wieder, das hat die Basis jetzt nachgebaut und er baut die Grasses gerade neu mit dazu, wenn das noch keine vierte für Clem mit am Start. 66 zu 82 wirklich, hier wird ein Trupp einfach komplett überrannt, muss zurück. Und die Linge wieder mal komplett auf Counterattack, wenn es ein zweiter Schwall-Linge, das ein Widow Mines mehr dabei ist. Das könnte trotzdem noch gefährlich werden, aber es geht wieder mal auf den Edgeball. Die Baninge waren ziemlich gut weggemacht und auch die Linge hier werden geklärt. Aber es kostet auch ein paar Marines, die ganze Aktion. Wir sind bei 9000 zu 13000 Ressourcen los, also Savile braucht jetzt doch deutlich mehr Geld und kriegt hier einen weiteren Angriff ab. Dafür ist er gerade auch nicht ganz ready. Also Savile war vor ein paar Minuten auf jeden Fall noch besser unterwegs. Hier sind auf jeden Fall ein paar Schwächen drin gerade. Er geht jetzt auf den Hydra, denn jetzt kommen auch Upgrades. Er kommt jetzt auf den Missile-Attacks. Er will auf den Lurker, wie es aussieht. Langfristig, aber das braucht noch ein bisschen Zeit. Wenn das nicht hier nicht ganz Platz für den letzten Marine. Aber der Rest wird gesaved. Und vierte Basis ist jetzt endlich ein Thema für Clem. Und dessen Savile wird an seiner neuen Basis noch ein bisschen Ärger kriegen. Also er versucht gerade einfach nur zu verteidigen. Dann nur noch recht viel Vespingas, aber auch bei Clem inzwischen stapelt sich das Vespingas ein wenig. Er versucht einfach mit zwei Drops hier so viel wie möglich zu machen. Also jetzt kann er mal seine Medivacs ein bisschen ausspielen. Da sieht man ihm, dass keine Anti bei Savile vernünftig mehr dabei ist. Entsprechend immer wieder, sobald die Linge Baning ankommen, einladen und wegfliegen. Man muss nicht auf den Fight committen, wenn man die ganzen Medivacs sind. Jetzt kommt Doppel-Lurker denn bei Savile. Ich glaube, das ist geplant, weil er beide Upgrades sich parallel schnappen möchte. Interessanterweise, dass er sich noch keine Dwine-Glance geholt hat. Er hat ja Hive-Tag. Und er hat noch einen Haufen Linge. Aber das Upgrade hat er auch nicht, weil das Geld hätte er auch dafür. Also, ja, es wirkte eben vorhin noch ein bisschen runter für Savile. Schnappt sich jetzt auf jeden Fall Vipern. Hier kriegt jetzt noch ein Widowmine-Drop ab. Drilling Claws ist drauf, also die sind auch schnell gefährlich. Jetzt haben sie gerade überlegt, sind da genügend Drones, dass es sich lohnt, eine Widowmine hier abzuladen. Wenn die macht, die aber auch nur einen Kill. Hier wird drüber geladen. Die Drones versuchen zu fliehen, schaffen das auch. Ein paar wird es trotzdem erwischen. 5 Kills insgesamt. Die Queen lebt gerade noch, versucht das jetzt zu clearen. Die Linien kommen wir dazu, die Widowmines werden geklärt. Die eine unten, die lebt noch, die kann das also nochmal schießen. Nächster Trupp geht hier raus, also Clem kämpft. Savile geht auf den Nydus jetzt auch mit oben drauf. Er hat jetzt die Vipern, die müssen aber noch Energie saugen. Hat auch eine Mugwedge mit dabei. Hat 30 Larven, also... Ja, bei Clem... Clem hat jetzt die 1000 Vespingas plus. Aber er baut halt auch sehr viele Marines. Und Widowmines brauchen jetzt auch nicht so viel Vespingas. Also nichts von der Truppe ist das so Vespingas intensiv. Da hat ein paar Marines weggekickelt. Also sein plus 3 ist drauf, er hat 3-2 auf der Bio. Hat damit die besseren Upgrades. Bei Savile kommt jetzt eben die Doppel-Lurker-Upgrades und ein Hydra-Upgrade. Da schnappt sich das sehr vieles, auch Mr. Tech 1 gleich mit dabei. Findet ihr weiter mit Link Baning. Da gibt es den Nydus in der Mainbase. Und Clem, er hat Einheiten in der Gegend, hat es aber noch nicht, glaube ich, realisiert, dass das auf ihn zukommt. Ne, weil schickt die gerade aus, jetzt hat es realisiert, dass der Nydus kommt. Und muss da schnell regeln, weil da ist ein Lurker drin. Die waren ziemlich schnell, ziemlich unangenehm. Ja, waren da direkt eingebuddelt. Und jetzt gibt es Stacheln, da kommt ein Scan mit. Es sind 4 Lurker, es ist nicht so viel. Währenddessen habe ich hier noch die Marines. Waren auch abgekegelt, das heißt, oh Gott, der Widowmine da, aber der war ziemlich mächtig. Die hat gerade den Haufen vernichtet. Und der Nydus wird auch gestoppt, also die Lurker schaffen da nicht so viel. Es sind viele Widowmines einfach auf dem Feld. Sterben auch nochmal ein paar Drones, es sterben auch ein paar STVs. Da hat es nochmal einen Lurker erwischt an den Widowmines. Also es ist sehr viel los jetzt. Und Clem kämpft sich hier, beißt sich hier zurück, tatsächlich. Hat jetzt eine Ghost Academy unterwegs. Oh, aber da war eine Baning Bombe mit drin. Hat tatsächlich, naja, hat ein gewisses Loch reingerissen. Er hätte noch schlimmer kommen können auch. Also Savile nutzt jetzt auch alle Werkzeuge, die er hat. Aber weitere Basis für Clem. Damit ist jetzt auf seiner fünften Basis. Ist noch ein Link eingegraben, also hier geht nichts.
Und hier wird jetzt mal ein bisschen der Creepspread eingedämmt. Es sind trotzdem noch 12 Queens auf dem Feld, also die müssen auch mächtige Energie haben. Weil Creepspread deine Schatze jetzt nicht mehr so viel getan in den letzten Minuten. Lurk ist deshalb mit dabei mit beiden Upgrades, also das ist jetzt die nächste Herausforderung. Für Clement Sprain hat er eben die Ghosts in Vorbereitung. Ghost Academy ist ja da. Nochmal der Overseer, nochmal Nydus. Max hat noch nicht ganz erreicht und die Bio kommt sofort angesportet mit dem Stim, also kein Bock, dass das nochmal passiert. Zumal die Lurk jetzt nochmal gefährlicher sind mit den Upgrades. Nach wie vor aber auch keine Adrenal Glands bei Sabbath. Er holt sich mal plus 3 Melee Attacks. Aber da das Adrenal Glands hat er wohl vergessen. Ein Klassiker, das Circus Upgrade vergessen. Sabbath war eigentlich immer jemand, der das sehr fleißig mitgenommen hat, aber in dem Fall hat er das auch nicht auf dem Schirm. Stattdessen möchte er die Bio hier haben, rennt nämlich da mal drauf. Es sind einige wieder mal platziert, die Lurker sind in Position, aber der Fight ist nicht koordiniert genug. Mehr Linge werden nachgebaut. Sabbath hat nicht wirklich eine Bank und Clem ist dran im Army Supply. Also es ist, wie gesagt, Clem hat sich da zurückgebissen und ist jetzt trotzdem noch gefährlich mit dieser Bio. Die Lurker halten hier die Stellung, währenddessen weitere Lurker belagern hier die Basis. Da waren gerade frisch Ghosts gebaut. Die Widowmine wird zersäbelt und die Barracks da auch nicht lang gelebt. Next Nydus, doch, da kommt der Next Nydus mit dem Overseer da in der Mainbase. Also wird einfach weitergemacht. Sabbath geht einfach weit und voll auf Counterattack. Er hat nicht so Bock auf den direkten Army-Fight, wie es scheint, sondern versucht da immer wieder auszuweichen. Der Nydus, ja, wird zwar gesniped, aber Lurker kommen rein und die stachen jetzt durch Supply-Depots. Also jetzt kriegt Clem wieder den Ärger. Die Lurker hier ist nur noch einer, aber auch da 12 SCVs bereits down und hier eben die Gebäude leiden nach, die Infrastruktur leidet. Das ist ein Problem, da sterben gleich sehr viele Supply-Depots und das heißt Supply-Block für Clem, er ist da eh schon fast dran. Jetzt kommen die Ghosts mit dran, die kriegen die Lurker, da kommen noch mehr Lurker mit dazu. Da hört man die Ghosts sterben, aber auch Lurker werden sehr viele vernichtet. Da gibt es mal einen Snipe auf den Overseer. Nein, die Ghosts, die haben Schwierigkeiten. Die letzten Midpoints leben noch. Dafür gibt es den nächsten Angriff auf die PF hier oben. 17 Kills auf die SCVs. Und die Lurker in Position, die Baning in Position, die PF wird das nicht überstehen. Das wird abgeräumt. Denn hier der Lurker ist auch noch immer unterwegs. 22 SCVs jetzt und die Lurker sind auch immer noch drin. Also jetzt summiert sich das. Man sieht jetzt auch den Supply Block. Camp bei 130 Max Supply. Hat jetzt einen Counterattack, hat immer noch sehr viel Army. Das ist immer noch der Fall. Er kann die Basis problemlos eliminieren und auch die Drones verfolgen. Da drüben ist die nächste Basis. Aber er muss halt dieses Lurker-Problem in den Griff kriegen. Hat jetzt eine Mainbase auf jeden Fall geschafft. Wenn das nicht hier ist, aber ein Lurker, der in Verstellung hält. Hier die Drones wurden eingebuddelt. Und Scan, ja, kommt ein Scan. Also da kriegt man nochmal sehr viele Drones auch. Dafür ein paar Linge rennen hier rein. Da ist noch der eine Lurker, der immer noch auf die dritte Basis stachelt. Und die Surgami wandert hier gerade ran. Vipern da mit dabei. Das konnte jetzt unangenehm werden. Was sind die Vipern? Das sind die Lurker. Da kommt die Parasitic Bomb. Und da wird eingeladen. Aber das heißt natürlich, man sieht, dass die Medics kleben aneinander, machen Damage aneinander. Da geht nochmal eins drauf. Da geht ein zweites drauf. Da wird jetzt auch der Nydus gescannt. Scoutet, der da draußen ist und auch das mit wegstoppen, da war auch Zeug noch mit drin. 23 zu 30.000 Resources lost. Also das Game ist jetzt ziemlich eskaliert. Beide müssen jetzt erstmal einen Moment verarzten. Bei Clem natürlich das Problem, er braucht im Prinzip eine neue Base. Ziemlich dringend sogar. Und fliegt da auch gerade eine raus, da kommt nochmal Lurker angelaufen. Er ist sehr optimistisch gewesen. Das ist der Nudus wird hier als nächstes draufgehen. Sabin muss die Basis auch nachbauen. Auch bei ihm ist natürlich Mining-Technisch nicht mehr optimal. Main Natural dritte jetzt nicht mehr wirklich ertragreich. Die letzten paar hundert Mineralien, die letzten paar hundert Vespingas, die von der dritten ablaufen. Das heißt, vierte, fünfte hat er dann noch. Sechste Basis hat er gerade verloren, die siebte wurde auch nichts. Also auch Savils Economy crasht gleich ein bisschen. Das wurde geklärt, ein Ling ist aber noch eingebuddelt und Savils nächster Counterattack ist unterwegs. Also weiterhin, er versucht, die Army vom Terraner zu meiden. Er rennt da immer außen rum und versucht, alles andere anzugreifen. Die Blinding Cloud, um die Perf ein bisschen auch am Schießen zu sondern die Perf verschwindet einfach durch die Baninge. Das sind aber auch sehr viele Banes, die Savile da einsetzt dafür. Und kriegt auch hinten nochmal Ärger mit Widowmines, hat da Steve Jones verloren. Eine Widowmine ist noch nicht mit eingegraben. Aber ja, der Schaden wurde bereits wieder getan, weil Clem hat noch 45 SCVs. Oder wieder mal, der war da schon mal unten auf dem Niveau. Und währenddessen Savile, er hat den Mining-Vorteil, jetzt auch wieder deutlich. 74 Jones und eben mit seinen zwei Basen hier unten, dann läuft sein Mining auch wieder vernünftig. Aber jetzt mehr Drones angefahren kommen. 9 von 16 aktuell neben die Basis auch noch im Bau. Aber die Terran Army ist wieder in der Gegend. So, da könnte Sam wieder Schwierigkeiten kriegen. Hier oben gibt es eine Widowmine. Sieht, dass die Basis hier gesetzt wurde. Widowmine wird nicht lange leben, aber dafür die Base hier kriegt Schwierigkeiten. Die Surge Army kommt jetzt doch mal mit dazu, um das zu verteidigen. Ein bisschen Creepies mit dabei. Es sind einige Ghosts am Start mit viel Energie. Die Vipern werden das nicht im besten Zustand. Da fliegen die ersten Snipes, zwei Lurker weniger. Der Overseer muss auch aufpassen. Der wird gerade auch gesniped. Es wird alles gesniped. Die Viper stirbt. Die Lurker sterben. Der Overseer geht drauf. Und Sabbe evakuiert die Base und fährt wieder rüber zu der anderen Basis, die natürlich nicht unbedingt in viel besseren Position ist. Und dessen der nächste Counterattack ist unterwegs. Die Reinforcement-Einheiten von Clemson gerade nicht so viele. Er kann sich halt auch nicht unbedingt leisten. Die Widowmine trifft gut was an Dingen. Die zweite Widowmine nochmal hilft dem zweiten Panzer aus. Der eine Panzer wird überrannt. Der zweite Panzer versucht mal Schaden zu machen. Aber die Walls sind halt alle offen. Dafür beide Basen hier gehen gerade drauf. Die Queen wird rausgekommen, die ganzen Drones werden rausgekommen. Also die Marines räumen hier auf. Also auch die Sabbe-Economy wieder wird ordentlich dezimiert. Wir sind jetzt bei 65 Workern zu 43 Workern, das sind mal die Overseer mit dabei, hier sind ein paar Gebäude low, das hat gehalten mit dem Reinforcement für Clem. 30 Supply Unterschied insgesamt,
Und Sabi hat immer noch massive Speedgas. Jetzt ist er bei fast 3000. Bin der Radian sind sein Hauptproblem. Man sieht das jetzt auch. Also ich habe es gerade angesprochen, dass Savile die beiden Basen dringend braucht, weil er hat keine neueren Basen. Seine alten laufen eben leer. Entsprechend, er ist auf eine neue Basis angewiesen. Man sieht das jetzt hier auch. 17 Drones direkt unterwegs. Basis frisch fertig. Sportpalle werden rangesetzt. Die Basis sollte jetzt doch mal überleben, weil er braucht die Mineralien. Ich glaube natürlich auch, mit der Basis hat eine relativ gute Möglichkeit. Und hier waren ein paar Lurker gerade random gefunden von Marines. Und hier müssen die Lurker gewinnen am Ende den Fight, weil die Stacheln zu krass sind. Hier wird es draufgerannt, da ist eine weitere Chance, die Form. Die Bio, oh Gott, die Ghost hat es dabei erwischt. Da waren die Ghosts vorne dran und das heißt, die Bio ist deutlich schwächer. Die Lurker können es einfach nach vorne stürmen. Er hat, ja, das ist tatsächlich auch schon das GG. Oh, da springen wir nochmal kurz einen Augenblick zurück. Aber da waren die teuren Ghosts vorne dran. Er hatte bis zu dem Zeitpunkt 8. Da war ein Swarmos da übrigens mit dem Game. Lüll. Random Swarmos, der da mal gebaut wurde. Ja, da waren 8 Ghosts und eben die waren alle hier vorne. Und Savile hat das gesehen, er hatte den Watchtower. Und ist dann einfach draufgerannt. Die Ghosts an vorderster Front. Und da waren Beninge mit drin. Die Ghosts wurden davon links ein bisschen blockiert. Und von den Ghosts, da waren es nur noch 2. Und da war noch einer mit vorne dran. Da war es nur noch ein einziger Ghost. Und mit einem Ghost können so viele Lurker nicht stoppen. Entsprechend kam das GG von Clem. Hat da wirklich nochmal so einen Kampf draus gemacht aus diesem Map. Am Ende endet es leider ein bisschen bitter für ihn. Mein Savile hatte hier sehr viel Geld benötigt. 32 zu 40.000 Ressourcen lost. Und das, obwohl Savile eigentlich bekannt ist, wie effizient er arbeitet, aber er hatte hier auf jeden Fall auch so ein paar fahrlässige Fehler, hatte gerade in dieser einen Phase, wo er eigentlich gut vorne war, sehr viel Geld einfach über und sein Tech war noch lange nicht ready. Also entweder er hat sein Tech vergessen oder er hat einfach irgendwie sein Geld nicht ausgegeben bekommen, was beides aber nicht optimal ist für ihn. Am Ende reicht's, am Ende macht er hier das 3 zu 1 und kriegt damit Clem ins Lowest Bracket, aber ja, hat sich's auf jeden Fall ein bisschen schwerer gemacht, dass er das sein müssen in dieser letzten Map. Trotzdem ein cooles Game von den beiden, das war's von mir, bis zum nächsten Mal und ciao.